Der Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers bringt so einige Herausforderungen mit sich. Zu den größten gehört sicherlich die fachgerechte Blutabnahme. Doch die können die Azubis im neuen Helios Bildungszentrum jetzt unter besten Bedingungen üben. Nach dem Umzug von Oberröpplingen in die großzügigen Räumlichkeiten im Bahnhof Sangerhausen erwarten die Jugendlichen neben einer modernen Ausstattung auch größere Klassenzimmer und ein großer Veranstaltungsraum sowie die ideale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. In einem neuen Skills Lab, also einem Labor für praktische Übungen, können die Schülerinnen und Schüler an Puppen oder Schauspielern die nötigen Handgriffe üben und mittels Videoaufzeichnung reflektieren, was noch verbesserungswürdig ist. Während einer Feierstunde anlässlich der Eröffnung des neuen Helios Bildungszentrums konnte Leiterin Laura Schmidt zahlreiche Gäste begrüßen. So zum Beispiel auch die Landrätin und den Oberbürgermeister von Sangerhausen. Sie freute sich insbesondere mit dem Umzug wieder näher an die Sangerhäuser Klinik herangerückt zu sein. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir jetzt hier wieder mitten im Herzen von Sangerhausen sind, wir eine super Anbindung haben durch die Lage am Bahnhof und auch wieder ein bisschen näher, zumindest in einer Klinik dran sind. Ja, für Hettstedt und Eisleben ist es trotzdem noch ein Fahrweg, aber wenigstens zur Klinik Sangerhausen sind wir wieder ein Stückchen näher und da freuen wir uns sehr. Ich habe mal nachgeguckt, wir haben seit 1992 518 Schüler hier ausgebildet, beziehungsweise bilden sie noch aus. Ein paar davon sind ja auch gerade noch in der Ausbildung. Wir zählen die Schüler immer zu Beginn. Also 518 Schüler, eine stolze Zahl. Und wir wollen natürlich mit der neuen Ausbildung im nächsten Jahr, die eine große Herausforderung für uns darstellt, mit der Generalistik noch ganz viele mehr Schüler ausbilden in Zukunft. Und das ist natürlich auch unser großes Ziel, nicht Nachwuchs natürlich hauptsächlich für unsere eigenen Kliniken zu suchen und auch zu finden und natürlich auch für andere Einrichtungen gegebenenfalls Schüler auszubilden, die dann in der Pflege tätig sein wollen. Wir sind stolz darauf, dass unser Bildungszentrum nun einen Platz im Herzen von Sangerhausen gefunden hat, sagte Klinikgeschäftsführer Mario Schulter zur Eröffnung. Gut ausgebildetes Personal ist unser wichtigstes Gut. Deshalb ist die Ausbildung der Pflegekräfte eine unserer Prioritäten. Auch Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß freute sich über den Einzug des Helios Bildungszentrums. Was gibt es Schöneres, als eine Vielzahl von jungen Menschen mitten in Sangerhausen zu haben, die hier ihre Ausbildung absolvieren? Landrätin Dr. Angelika Klein sah im Umzug des Helios Bildungszentrums ein klares Zeichen. Es zeigt, dass der Standort der Helios-Klinik hier in Sangerhausen sicher ist und dass eine gute medizinische Versorgung der Menschen in der Region langfristig gewährleistet wird. Doch auch die Schülerinnen und Schüler hatten sich vorbereitet, zogen zunächst Bilanz die vergangenen Lehrjahre betreffend. Annalena wagte jedoch auch schon einen kleinen Ausblick. In unserem ersten Praxiseinsatz, der nun schon ein Jahr zurückliegt, konnten wir noch nicht sehr viel, waren teilweise sehr frustriert. Doch nun blicken wir mit einem Lächeln zurück, denn wir können und dürfen schon ziemlich viel und tragen auch mehr Verantwortung. Noch ist es etwas Zeit, aber dennoch überlegen wir schon, wie es nach unserem Examen weitergeht. Auf welche Station möchte ich? Möchte ich überhaupt im Krankenhaus bleiben oder möchte ich doch noch studieren? Egal wie sich jeder entscheidet, wir sind uns sicher, dass jeder seinen Weg gehen wird. Freuen würden wir uns jedoch, wenn wir alle übernommen werden. Ihre Ausführungen rundeten die zukünftigen Krankenpflegerinnen und Pfleger mit einem selbst erstellten Filmchen ab, das interessante Einblicke in die Ausbildung bot. Auf das, was da noch kommt, auf Euphorie und das Leichte, auf das wird lange noch so bleiben für uns, auf das, was da noch kommt. Nach der Durchtrennung des obligatorischen Bandes, ganz in typischem Heliosgrün gehalten, hatten dann alle Gäste die Möglichkeit, sich geführt von den Schülern die neuen Räumlichkeiten anzuschauen. Da kam sogar so manch gestandene Krankenschwester ins Staunen. Wie war das früher? Wie es früher war, viel, wie soll ich jetzt sagen? Na, jetzt ist ja hier alles sehr modern, ja, viele Möglichkeiten nicht so modern, zum Üben. Keine Möglichkeiten groß zum Üben. Es war viel Theorie gewesen.
wenn man jetzt das sieht, was jetzt so in der Praxis, was man üben kann, das ist ja nicht vergleichbar. Und Computer an sich gab es ja auch nicht? Gab es ja gar nicht, es war nur die Kreidetafel, ja, die noch gequietscht hat. Ja, gegen jetzt ist es wirklich wunderbar. Ja. Aber gelernt haben sie es auch? Gelernt haben wir es auch. Es war auch eine schöne Zeit, vermissen möchte man es nicht. Ja. Es war, wie gesagt, von 82 bis 85, ist ja doch schon ein Eckchen her. Ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Auch wenn man nicht so viele Möglichkeiten hatte, das jetzt an anderen Materialien zu üben oder wie auch immer, wurde gleich an Patienten losgelassen. Ja. Erinnern Sie noch an Ihre erste Spritze oder sowas? Oh, die war sehr schlimm. Ja, aber es war jemand, der hatte viel Mitleid mit mir gehabt. Na? Und übrigens, Interessenten für das nächste Ausbildungsjahr, das am 1.9.2020 beginnt, sind noch bis zum 31. Dezember eingeladen, sich zu bewerben.